Schön, dass ihr hier seid. Würzburg ist toll. Herzlich willkommen zu der Uni, zur ersten Sprechstunde. Heute wieder mit meiner Wenigkeit. Mein Name ist Alex Burgert. Ich studiere Gymnasiallehramt jetzt im neunten Semester mit den Fächern Physik und Biologie. Ja, und bin heute da, um andere Fragen zu beantworten. Genau, und ich bin auch mit dabei. Ich bin die Josie. Ich studiere Englisch im inzwischen schon dritten Mastersemester. Habe im Bachelor auch schon per Englisch an der Uni Würzburg studiert. Und genau, wir sind heute für euch da. Und, ich denke, das Allerwichtigste, was man so als Erstie wissen muss, eines der wichtigsten Sachen, ist auf jeden Fall der Studierendenausweis. Da bietet es sich an, dass ihr den einfach immer mit dabei habt. Also damit könnt ihr dann einfach Bus und Straßenbahn und alles Mögliche fahren. Das ist auch gleichzeitig eure Mensa-Karte, mit der ihr dann in der Mensa bezahlen könnt. Ihr könnt damit auch Bücher ausleihen und ja, das ist einfach sehr wichtig, dass ihr den dabei habt und dass ihr den validiert habt. Wie lernt man am Anfang vom Studium Freunde kennen? Wie lernt man Leute kennen? Wie connectet man sich am besten? Der beste Weg dafür sind natürlich die Ersti-Tage, die von den verschiedenen Fachschaften organisiert werden. Aber das ist immer eine sehr gute Möglichkeit, um Leute kennenzulernen und es macht auch viel Spaß. Das auf jeden Fall und es ist auch super wichtig für dich, Leute im Studium kennenzulernen. Ich sage ja immer, je mehr Leute du kennst im Studium, desto leichter ist es zu studieren. Ja, es ist auch einfach angenehmer, zusammen sich mal hinzusetzen, zu lernen, eventuell Übungsblätter zu bearbeiten. Mhm. Am Anfang darf man einfach nicht schüchtern sein quasi. Also am Anfang wollen alle Leute jemanden kennenlernen und alle wollen Anschluss finden und Freunde finden. Deswegen ist es auch gar nicht komisch, wenn ihr dann einfach in eurem ersten oder zweiten oder dritten Seminar sitzt und einfach mal jemanden neben euch anquatscht. Wir haben hier in der Uni Würzburg haben wir zwei wichtige Portale für euch. Einmal WeStudy und einmal WeCampus. Das sind die beiden wichtigen Sachen, die ihr braucht. WeStudy ist eben für sowas wie Stundenplan, da seht ihr dann auch eure Noten. Wenn ihr dann mal eine Klausur geschrieben habt und hoffentlich bestanden habt, findet ihr da eure Noten. Ihr meldet euch darüber auch rück, das ist dann auch wichtig bis nächstes Semester. Darüber ist sozusagen das ganze organisatorische, allgemeine Uni-Zeugs. Und WeCampus ist sozusagen der Ort, wo dann die richtige Arbeit stattfindet, weil da die ganzen Lerninhalte zu euren verschiedenen Kursen sind. Ihr werdet automatisch in die Kurse dann eingeschrieben. Da laden die Dozenten dann einfach Folien hoch oder Materialien zum Lesen. Alles, was ihr im Prinzip für den Kurs oder für die Vorlesung braucht. Von der Schule an die Uni kommen ist natürlich oftmals ein großer Unterschied, auch ein großer Umstieg einfach mal. Sei es die Menge an Informationen, die ihr bekommt, sei es an die Herangehensweise, wie lerne ich, wann lerne ich. Zu welchen Veranstaltungen sollte ich gehen, sollte ich nicht gehen. An sich natürlich sind alle Veranstaltungen zu empfehlen und ich sage immer, ich bin Freund davon, macht eure eigenen Erfahrungen. Mhm. Geht zu einer Vorlesung hin und entscheidet selbst. Bringt euch die Vorlesung was, lernt ihr da wirklich etwas oder nehmt ihr nicht so viel mit und dann vielleicht auch lieber entscheiden, ich erarbeite die Vorlesung selbst, nehme mir eben auf den Campus diese Folien, gehe die selber durch, nehme mir ein Buch zur Hand und lerne das einfach selbst. Und dann bringt es auch nichts, diese zwei Stunden für sein Gewissen in der Vorlesung zu sitzen, im Endeffekt umsonst. Dann lieber doch selbst zu Hause das einfach nacharbeiten. Und gerade im ersten Semester ist es auch völlig okay, wenn ihr dann erstmal einfach ausprobiert, in ein paar Kurse reinschnuppert. Das heißt auch nicht, da kam nämlich auch eine Frage, ob man sich dann direkt für die Klausur auch schon anmelden muss, wenn man sich in den Kurs einschreibt. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. Das ist im Prinzip egal, falls ihr dann irgendwie merkt, oh, es wird doch viel zu stressig oder der Kurs liegt mir nicht, ich schiebe das lieber aufs nächste Semester, dann könnt ihr euch auch einfach von der Klausur nochmal abmelden. Es kamen gerade noch Fragen zur Richtung Stundenplan und so weiter. Ob 25 ECTS im ersten Semester zu wenig sind? Ich persönlich würde sagen, nein. Ich denke, das kommt auch auf den Studiengang an. Ich weiß nicht, ob es da verschiedene Regeln gibt, aber so eine grobe Faustregel ist eigentlich immer, dass du so 25 bis 30 ECTS pro Semester haben solltest, damit du in Regelstudienzeit bleibst und dass du so dein Studium schaffst. Das ist aber natürlich jetzt nicht so wild, wenn du mal weniger oder mal mehr machst. Da muss man auch sagen, das setzt voraus, dass man sein Studium wie eine Vollzeitbeschäftigung betrachtet. Eben. Genau. Wie man es auch machen sollte, eigentlich. Und 40, 50 Stunden die Woche klingt das schon manchmal sehr hart, aber daran ist die Regelstudienzeit natürlich auch geknüpft. Genau. Und ich kenne wirklich sehr, sehr wenig, eigentlich kenne ich niemanden, der in der Regelstudienzeit irgendwie plan fertig zu werden oder fertig geworden ist. Das ist tatsächlich eine Seltenheit. Ja. Ich nehme da gerne mal das Beispiel von vor 2 Jahren in der Physik. Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester, die Maximalstudienzeit beträgt 8. Also für den Bachelor betrachtet, ja, und die durchschnittliche Studienzeit beträgt 8,4 Semester. Ja, länger als die Maximalstudienzeit. Es gibt natürlich Mittel und Wege, wie man die Maximalstudienzeit verlängern kann.
Aber Regelstudienzeit, klar kann man sich dran orientieren, ist aber eher weniger realistisch. Ja, ich glaube, das kommt auch so von Studiengang zu Studiengang natürlich an. Eine größere Sache, wo wir auch immer viele Fragen zu kriegen, ist so der Hochschulsport. Was ein sehr cooles Angebot ist. Man kann sich hier bei der Uni eben beim Hochschulsport anmelden. Da geht ihr einfach auf die Webseite oder googeln Hochschulsport Uni Würzburg. Und da kann man sich dann eine Semesterkarte kaufen. Die kostet pro Semester 25 Euro. Ihr meldet euch da dann einfach im Prinzip mit eurem Uni-Account an, mit eurer S-Nummer und eurem Passwort, was ihr auch bei U-Study habt und so weiter. Könnt das Ganze dann auch einfach online kaufen, die Karte. Und dann habt ihr Zugang zu super vielen Kursen und könnt euch für die dann anmelden. Und da gibt es wirklich wahnsinnig viel. Wirklich von A bis Z alles. Es gibt Agro-Yoga, es gibt Wassergymnastik, es gibt... Es gibt Quidditch. Es gibt Quidditch, ja. Richtig gut. Das wollte ich eigentlich wirklich mal ausprobieren. Ich wollte es noch mal anschauen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. Wahrscheinlich wie bei diesen vielen Sportarten, auch wie Basketball, Volleyball oder auch Frisbee sind dann im Winter oben am Sportzentrum in der Halle und da kann man sich auch oben mal hinsetzen und einfach zugucken. Genau. Es gibt beim Hochschulsport auch noch extra Karten, die man sich kaufen kann. Also neben der regulären Semesterkarte kann man sich auch noch eine Fitnesskarte und eine Schwimmkarte kaufen, wenn man das möchte. Das ist dann eben für die Fitnessstudios und eben für die Schwimmbäder, die es hier so gibt, dass man da dann exklusiven Zugang sozusagen hat. Genau, aber es ist wirklich ein sehr cooles Angebot und das lohnt sich, weil man eben wirklich für 25 Euro pro Semester kann man so viele Kurse machen, wie man möchte. Du kannst jeden Tag in 3 Kurse gehen, wenn du Lust und Zeit dafür hast. Und das ist einfach ein sehr cooles Angebot. Ja. Lieblingsorte gibt es natürlich sehr viele in Würzburg. Würzburg ist, wie schon gesagt, eine sehr schöne Stadt. Es gibt sehr viele Spots mit Überblick auf ganz Würzburg, sei es jetzt die Weinberge oben am Sportzentrum. Da beim Parkplatz kann man so einen Weg hinterlaufen. Kommt man an so ein paar Feldern vorbei, wo ein Baum drin steht, wie man diesen Film teilweise vorstellt. Da läuft man durch, kommt auf die Weinberge. Also es wird einem ja nicht so schnell langweilig. Man kann nicht so viele Sachen ausprobieren und keine Ahnung. Ich bin im Prinzip, seit ich hier richtig hergezogen bin nach Würzburg, bin ich auf der Suche nach meinem Lieblingscafé. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, weil es gibt so viele geile Cafés. Ich bin jedes Mal denke ich wieder so, oh, das ist voll schön. Es gibt so viele schöne Orte hier in Würzburg. Aber ich finde, man muss irgendwie schon mal an der Residenz gewesen sein oder auf der Festung gewesen sein als Erste, weil das sind die beiden super riesen Sehenswürdigkeiten von Würzburg im Prinzip. So, ich würde mal sagen, sind zwei der wichtigsten. Und gerade von der Festung oben hat man auch einfach einen super schönen Blick über Würzburg. Das ist gut, weil ich glaube. Bei mir würde ich sagen, das sind so diese Momente, wenn man in der Klausurphase die letzte Klausur hinter sich hatte. Ja. Ich dachte, dieses Gefühl von Freiheit, das hast du kein anderes Mal mehr als in diesem Moment. Du gehst raus aus deiner letzten Klausur fürs Semester mit deinen Freunden raus, du sitzt davor, du stößt an, du gehst zusammen dann feiern, vor allem im Sommer, du gehst reden, du machst keine Ahnung, du redest feiern oder mit dem Zimmer zum Essen, wo ich nee, aber dieser Moment einfach, du bist frei und weißt, du kannst jetzt mal zumindest ein, zwei, vielleicht sogar mehr Wochen einfach mal entspannen und nichts tun. Und dieser Moment, gut, das hat vielleicht nicht so viel im Studium selbst zu tun, aber es gibt dir so viel zurück. Und da merkst du einfach auch diese Momente, die du mit deinen Kommilitonen verbringst, im Abseits vom Studium, warum das Studium selbst so schön ist. Weil ohne Studium hättest du die nie kennengelernt, ohne das Studium würdest du niemals in diese Situation reinkommen. Und das, finde ich, gibt mir ungemein viel Glück zurück. Ja, absolut. Ich finde aber einfach so, ich würde auch sagen, einfach die ganzen Momente, die ich mit meinen Freunden irgendwie teile, die ich halt durch das Studium kennengelernt habe. Also deswegen ist es einfach, es macht Spaß manchmal auch einfach, wenn man Leute hat, mit denen man sich so gut versteht, die sich genau für das Gleiche interessieren wie man selbst. Und es ist einfach die Gemeinschaft. Würde ich sagen, ich kann das zusammenfassen. Ja. Finde ich sehr schön. Und ich denke, so als Tipp für euch oder was ihr mitnehmen könnt, nehmt nicht immer alles so ernst. Ich meine, klar, Studium ist euer Hauptding, was ihr jetzt machen werdet, aber verbringt Zeit mit Freunden, verbringt Zeit mit Familie, genießt euer Leben auf jeden Fall. Studium ist die, ich sage immer, die schönste Zeit seines Lebens. Ja, aber es ist so. Klar, es ist immer stressig, aber es kann ja auch sehr viel zurückgeben und das sind diese kleinen Dinge, die man auf jeden Fall genießen sollte und die man genießen muss. Ich sage immer so, das erste Semester ist auch irgendwie dafür da, dass man einfach mal ausprobiert. Also ihr müsst jetzt auch noch keine Experten sein im ersten Semester, aber es ist auch völlig okay, wenn ihr jetzt erstmal planlos seid und keine Ahnung, das geht uns ja auch nicht anders im ersten Semester. Deswegen ist es einfach dafür da, viele Sachen auszuprobieren und einfach zu gucken, wie
wie es so läuft. Es war super schön, dass ihr alle dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Fragen beantworten und euch ein paar vielleicht hilfreiche Tipps geben. Also, ciao. Gut. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao.